Das Geheimnis des Aufbruchs oder die Geheimnisse des Aufbruchs. Wir haben schon ein bisschen geteasert im Vorhinein, dass es nicht nur eins gibt, sondern mehrere. Aber bevor wir einsteigen, stellen wir bzw. ich mich kurz vor. Mein Name ist Sebastian Ortler. Ich bin im zarten Alter von 32 Jahren. Wir sind hier ja bei Christen in der Wirtschaft. Das heißt, wahrscheinlich ist auch mein Beruf interessant, jetzt Vorstand von der Communi AG. Und ich habe einen relativ untypischen Bildungsweg hinter mir, würde ich sagen. Ich bin gelernter Informationselektroniker und habe 2012 das erste Mal gegründet im Bereich visuelle Kommunikation, Werbetechnik und bin dann 2017 zu Communi gekommen. Und genau, seitdem durchgehend quasi bei Communi beschäftigt, wenn man das so sagen kann. Genau, und freue mich sehr, dass der Lukas heute hier ist. Oft mache ich solche Sachen alleine, aber wir haben gesagt, es ist ganz cool, wenn wir hier unter Unternehmern und Unternehmerinnen sind, zusammen aufzulaufen. Aber der Lukas kann sich selbst vorstellen. Genau, ich stelle mich selbst vor. Lukas Gürbeck, ich bin auch einer der Vorstände der Communi AG, einer, der damals das Projekt mitgestartet hat. Und genau, ich habe Kommunikationsdesign studiert, bin also quasi Designer von Beruf, hatte aber schon im Studium immer so eine technische Affinität und habe da auch schon viel programmiert und sitze jetzt hier auch so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Design und Programmierung. Genau. Sehr schön. Wir haben euch eine Grafik mitgebracht, ein Bild, das im Jahr 2014 müsste das gewesen sein, entstanden ist. Man sieht es vielleicht ein bisschen an der Qualität. Damals waren die Smartphones noch nicht ganz so gut oder die Kameras. Dieses Bild ist entstanden in so einem kleinen Café in Würzburg. Wenn ihr mal in Würzburg seid, unbedingt Empfehlung, das Café Rudowitz, sehr schnuckliches Café in der Würzburger Innenstadt. Und ihr seht ein paar junge Leute, die sich da zusammengetan haben und sich offensichtlich angeregt unterhalten. Und zum Kontext dieses Bildes ist quasi der Gründungsmoment oder die Idee, die damals entstanden ist, hat dort ihren Ursprung. Und drei Gründer kommen aus der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Würzburg, der City Church. Und die Gemeinde hat sich damals Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich Menschen erreichen? Ja, dazu muss man wissen, dass wir eine Ausgründung sind von der Freien Evangelischen Gemeinde, die in Heidingsfeld ist. Vielleicht kennen die manche. Und die Idee damals bei der Gründung war, junge Leute zu erreichen, mit neuen Formen und auch an einem neuen Ort. Wir haben uns, nachdem die City Church sich gegründet hat, in dem Kino getroffen. Damals noch total hip und neu, jetzt inzwischen schon wieder alter Hut irgendwie. Mit der Idee, dass ein Raum, wo Menschen auch sonst ihre Zeit verbringen, vielleicht besser ist als ein Gemeindehaus, wenn man sie vom Glauben begeistern will. Und 2014, da muss man nicht viel drüber reden, ist das vielleicht gar nicht mehr so die neue Idee gewesen, sich in einem Kino zu treffen. Und deshalb dieser Prozess, dieser Think Tank. Was ist denn jetzt nach, wie lange gab es die City Church damals? Über 10 Jahre. Was ist denn jetzt der nächste Schritt, wo immer mehr Streaming-Dienste da sind und die Leute gar nicht mehr so ins Kino gehen? Wie könnte sich die Gemeinde verändern? Und wir haben damals zwei Ideen entwickelt, sage ich mal. Es gab mehr als die zwei, aber die zwei sind zwei Sachen gewesen, die sich rauskristallisiert haben und es ist abgestimmt worden zwischen den beiden Sachen. Was macht man denn jetzt? Und ihr seht es auf dem Slide. Die eine Idee war, einen Abendgottesdienst zu machen. Warum Abendgottesdienst? Naja, die Uhrzeit Sonntagmorgens, 11 Uhr, sind so unsere Gottesdienste. Für viele ist das vielleicht schon spät. Die ist vielleicht für junge Leute
gar nicht so geschickt, sondern wir sind abends, Samstagabends irgendwie feiern und sich mit Freunden treffen. Und der Ort, den haben wir ja schon festgestellt, ist vielleicht auch nicht so gut. Also verlagern wir das doch an einen Ort, der vielleicht besser ist für junge Leute. Wo treffen sich junge Leute, wenn sie nicht im Kino sind? Wir dachten uns, ja, vielleicht ist eine Bar eine gute Idee. Also haben wir überlegt, ob wir nicht einfach einen Gottesdienst in der Bar machen können, sonntagabends. Abendgottesdienst, die Idee. Und sozusagen eine Idee, die auch aufgekommen ist in dem Prozess, war eine Plattform zu schaffen für Menschen, die in Würzburg neu ankommen. Wir sind eine Studentenstadt. Tausende Leute kommen pro Semester in Würzburg an. Und denen eine Plattform zu bieten, die ihnen das Ankommen einfach macht. Und dazu kann man sich überlegen, was brauchen Leute, die neu irgendwo ankommen. Meistens suchen die nach einer Wohnung, sie suchen nach sozialen Kontakten, Freunde. Es ist eine neue Umgebung, also Anschluss. Vielleicht suchen sie auch eine Gemeinde, wenn sie in einem christlichen Haushalt aufgewachsen sind oder sie interessieren sich aufgrund der neuen Lebensphase für den Glauben. Also ein freies Feld sozusagen für uns als Gemeinde. Und die Idee quasi, was brauchen die Leute und ihnen diese Plattform zu bieten als Idee. Und ihr könnt ja mal für euch überlegen, was damals die Abstimmung ergeben hat. Also man hat diese zwei Sachen zur Auswahl. Man kann in einem Team arbeiten, das an einem Abendgottesdienst bastelt, das in der Bar stattfindet. Oder man hat so eine App, die als schwarzes Brett fungieren soll und die entwickelt werden soll, zumindest mal ein Prototyp dafür. Wie hättet ihr euch entschieden? Und tatsächlich ist kein Geheimnis, der Abendgottesdienst hat gewonnen damals und viele Menschen haben gesagt, sie wollen da mitmachen und ihre Zeit investieren. Außer ja. Außer so ein paar Verrückten, unter anderem ich und ein Freund von mir, der Julian, der dritte Vorstand der Communia AG ist und heute leider beim Snowboarden ist. Wir haben gesagt, es ist uns eigentlich völlig egal, was ihr entscheidet. Wir finden die App so eine gute Idee und wir glauben, dass das die Stadt braucht, eine Art digitales schwarzes Brett, wo man eben sieht, was alles passiert. Weil wir eben diese Erfahrung gemacht haben, es kommen Leute in die Gemeinde rein und die sind ein halbes Jahr da und die haben noch nicht mitbekommen, dass jede Woche Leute Fußball spielen gehen, einfach weil sie nicht in der richtigen WhatsApp-Leute kennengelernt haben. Und das war einfach was, wo wir damals gesagt haben, da verschenken wir so viel Potenzial als Gemeinde, weil die Dinge sind eigentlich da. Aber gerade sowas wie Fußballspielen unter der Woche, das ist halt nichts, was auf der Gemeindewebsite steht. Das ist nichts, was man mitkriegt. Und Gemeinde hat ganz, ganz viel Potenzial, auch im Zwischenmenschlichen. So, und mittlerweile merken wir auch, dass nicht nur Gemeinde da viel Potenzial hat, sondern eben auch Firmen, auch Vereine. Genau. Und was wir damals gesagt haben, ist, wenn es okay ist, dann machen wir das mit der App trotzdem. Da hat uns natürlich niemand gebremst. Und dann haben wir angefangen und haben uns hingesetzt und haben die App programmiert. Und ja, dann haben wir uns irgendwie zweimal umgedreht und dann waren ungefähr 1000 Stunden in das Projekt versenkt. Und wir sind mit dem ersten Prototypen gestartet. So sah das damals dann aus, City Church App. Sind losgelaufen und das Feedback war tatsächlich ziemlich gut, sodass dann relativ schnell auch andere Gemeinden kamen und sagten, ja, wir haben genau dasselbe Problem. Also bei uns passiert zwar viel, aber die Leute kriegen es einfach nicht mit und unsere Kommunikation ist all over the place und ja, wir bräuchten da eigentlich auch sowas Ähnliches. Und das hat uns ziemlich begeistert. Und wir waren angefacht, Julian und ich wussten damals aber auch, dass wir das auf jeden Fall nicht die Menschen sind, die sowas auch verkaufen können, vertreiben können. Und das war der Punkt, wo wir damals Sebastian dann ins Boot geholt haben, der ja schon quasi
bei der Ideenentwicklung damals dabei war, dann ausgestiegen ist, während wir quasi das eigentlich nur ehrenamtlich für unsere Gemeinde entwickelt haben und dann wieder eingestiegen ist, als wir gesagt haben, hey, wir haben das Gefühl, das könnte für mehr Leute interessant sein. Lass uns doch da mal irgendwie ein Business draus gründen und einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. So, genau. Genau. Und vielleicht kennt ihr das, dann startet man in so ein neues Projekt, in Anführungsstrichen, nach diesen ein, zwei Jahren Entwicklungszeit, haben wir dann entschlossen zu gründen. Die ersten Aufträge, zumindest mal, dachten wir in der Tasche. Und dann kam ein bisschen die Ernüchterung und das Learning, dass sich gute Ideen eben nicht unbedingt von selbst verbreiten. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass man manche Dinge erklären muss, warum Gemeinden jetzt eine eigene Kommunikationsplattform brauchen und warum das ein Riesenpotenzial ist, dass Menschen von außen ja Veranstaltungen sehen kann, die irgendwie nicht direkt mit Gemeinde zu tun haben, weil sich Leute zum Fußballspielen treffen oder ja, irgendwie sich zum Kaffee trinken oder essen gehen, nach dem Gottesdienst verabreden. Das ist nicht super klar gewesen am Anfang und dementsprechend erklärungsbedürftig. Und so war es dann auch. Wir haben uns am Anfang schwer getan. Wir haben einfach mal ganz transparent, lassen wir euch in unsere Zahlen hier reingucken und ihr seht so einen Graph jetzt vor euch mit dieser Linie und diese Rechtecke, die ihr da auf der Linie seht, das sind sozusagen Gemeinden damals gewesen, die sich für diese Lösung entschieden haben. Man sieht, ja, Januar 2018, so 4 Projekte, vielleicht 5, sind am Start gewesen und es war sehr, sehr schleppend. Ganz, ganz so, wie man das manchmal kennt, wenn man irgendwie zwar selbst begeistert ist von etwas, aber es noch nicht schafft, das zu vermitteln. Und wir springen jetzt einfach mal in das Heute. Wir überspringen die schlaflosen Nächte und die Zweifel, die man so hat während dieser Zeit, in das Jahr 2022, fast 2023. Und inzwischen sind es über 550 Apps, die wir gemacht haben für Gemeinden. Aber der Lukas hat es auch schon angesprochen. Die Unternehmenssparte ist jetzt was ganz frisch gestartet ist. Vereine sind einige am Start. Es gibt erste Stadtteile oder kleinere Dörfer, die sich über eine eigene App von uns vernetzen. Das Team ist enorm gewachsen von wir Gründer arbeiten 20% an dem Projekt sozusagen in unserer freien Zeit und an den Wochenenden hin zu 10 Leute, die hier beschäftigt sind und an der App arbeiten. Über 100.000 Leute haben eine App von Communi auf dem Smartphone. Also eine wahnsinnige Progression, die da passiert ist. Übrigens, kleiner Hinweis in dieser Runde, wir suchen ständig Verstärkung. diese Kurve arbeitet sich nicht von selbst. Von daher, falls ihr Leute kennt, schickt sie gerne mal bei uns vorbei. Genau, das ist auf jeden Fall ein großes Learning, dass das Dranbleiben extrem wichtig ist. Und der Lukas sagt euch ein bisschen mehr dazu. Genau, also ihr habt jetzt gerade unsere Wachstumskurve gesehen. Und das war was, also vielleicht noch eine kleine Seitengeschichte. Wir waren damals bei der Gründungsberatung, als wir eben beschlossen haben zu gründen. Und damals hat man uns gesagt, es gibt in Würzburg kein Startup, was nach 5 Jahren mit 3 Gründern noch existiert. So, deswegen freuen wir uns, dass wir das lebendige Beispiel sind, dass das funktionieren kann. Aber natürlich war das auch nicht immer einfach. Aber ganz oft ist es eben auch durchhalten. Das ist so das Learning, was wir haben. Wenn man merkt, die Idee fällt auf fruchtbaren Boden, zwar nur hier und da, aber das ist nur eine Frage der Zeit, dann
Auf jeden Fall zahlt sich dranbleiben aus. Und Michael hat es schon in der Einleitung gesagt. Unsere neueste Entwicklung ist, wir sind die Communi AG geworden dieses Jahr. Haben vor im September unsere AG-Gründung gefeiert und ja, wollten damit Communi das Produkt eben auf einen rechtlich sinnvollen Boden stellen, so. Aber das war gar nicht der Hauptgrund, sondern wir haben das Produkt gestartet damals, weil wir Menschen verbinden wollten und weil wir wollen, dass Menschen, neue Menschen und auch Leute, die schon in der Community drin sind, dass die sich vernetzen und dass die zusammen was tun. So. Und deswegen haben wir uns dann, als wir überlegt haben, okay, was machen wir denn mit dieser Firma jetzt, haben wir gedacht, eigentlich bildet eine AG genau das auch ab. Viele Menschen können sich beteiligen und Teil der Firma werden. Und das war der Grund, warum wir am Ende gesagt haben, wir entscheiden uns für die Communi AG, haben jetzt im letzten Jahr diesen Prozess eben durchgemacht, von der GbR über die OHG zur AG, mit allem, was das mit Steuerberater, Notar, Anwälten und so weiter auf sich hat, und haben jetzt unsere erste Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen und ja, haben jetzt 50 Aktionäre neben uns in dieser Firma, und das ist irgendwie total schön zu sehen, dass wir dieses Projekt jetzt nicht mehr alleine tragen, sondern dass eben jetzt auch in der Firma viele Leute beteiligt sind. Genau, das bringt uns schon zum perfekt zum vierten Learning auf unserem Weg. Wir waren von Anfang an irgendwie drei Leute, die das gegründet haben, die Firma. Und ich kenne das auch aus meiner letzten Gründung. Also ich bewundere Leute, die so eine Firma, so ein Schiff alleine lenken. Und natürlich genießt man eine gewisse Flexibilität. Aber was ich auf dem Weg gemerkt habe in beiden Projekten, ist, dass ein Gegenüber Prozesse durchdachter macht. Ob das jetzt jemand ist, der daran direkt beteiligt ist oder der das mentort, sei mal dahingestellt. Aber wir drei Gründer hier bei Communi sind sehr unterschiedlich von unseren Persönlichkeiten her. Und das ist nicht immer einfach. Da gibt es viele Konflikte und das merkt man vielleicht auch erst nach einer gewissen Zeit. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden, sind auch wesentlich runder als Entscheidungen, die man vielleicht alleine trifft, ohne dass man das mit jemand anders reflektiert hat. Und deshalb auch dieser Zusatz, suche Menschen, die anders sind, aber denselben Traum träumen oder dieselbe Träume haben. Also die an eine Idee glauben, das eint einen und hilft, wenn man sich uneinig ist, aber die von ihrer Persönlichkeit anders sind als man selbst. Genau, ein Bild nochmal. Diesmal, ich glaube 2018, der Willow-Leitungskongress. Vielleicht kennt ihr die Veranstaltung, eine der größeren christlichen Messen auch. Und da haben wir das erste Mal im großen Rahmen das Produkt vorgestellt und gezeigt, was wir machen. Man sieht es hier rechts, unser Mini-Stand damals. Selbstbewusst das präsentiert. Man könnte fast noch das Learning zufügen, fake it until you make it. Man kennt es aus dem Startup-Bereich. Man zeigt sozusagen das, was man gerne sein will oder wo man hin will, vielleicht viel mehr. Das spiegelt man nach außen und genau, packt es in diese Story rein. Genau. Das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Und
die besten Ideen nutzen nichts, wenn sie niemand kennt. Also an der Stelle auch die Ermutigung, einfach für das Projekt einzustehen und die Idee zu präsentieren. Daran scheitert leider oft vieles. Man ist selbst überzeugt von dem, was man tut, das ist gut so, aber man vergisst, dass das niemand kennt oder die wenigsten mitbekommen. Und viele gute Ideeninhaber, sage ich mal, haben die Stärke, dass sie gut entwickeln, aber schlecht verkaufen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und da schließt sich auch ein bisschen dieser Kreis im Team. Mit Leuten, die entwickeln können und auch gleichzeitig mit Leuten, die halt dann Fähigkeiten haben, das auch zu verkaufen und an den Mann zu bringen oder an die Frau. Genau. Dann das vorletzte Learning, Suche nach dem Sinn. Ich habe euch ja schon so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und von uns gab es von Anfang an diesen Sinn, Menschen zu verbinden. Und weil das von Anfang an da war und weil sich damals zeitgleich bei uns, also ich war damals in der Gemeindeleitung und da haben wir auch damit angefangen, haben wir von Anfang an auf OKR gesetzt oder OKR. Das ist ein Tool, das hat. Und die Idee ist, dass man, wir machen das, wie gesagt, sogar mit unserer Gemeinde, nach der Vision ausrichtet und von da aus alle weiteren Schritte plant. Das ist ein großer Punkt. Und der andere Punkt, den OKR anpackt, ist, dass die klassischen Jahrespläne, die man sonst, dass die oft gerade für kleine Unternehmen oder dynamische Unternehmen zu starr sind und man nach einem halben Jahr eigentlich schon was ganz anderes macht, als man sich Anfang des Jahres vorgenommen hat. Und OKR funktioniert folgendermaßen. Man setzt sich eine Vision und die ist größer als man selbst. Also die hat die Orientierung in Richtung Ewigkeit. So. Also man wird die selbst nicht erfüllen können. Und dann gibt es die Mission, die beschreibt quasi den eigenen Anteil an der Vision. Die hat man, bis sie erfüllt ist, und das ist quasi der eigene Beitrag an der großen Vision. Dann schreibt man sich die Strategie auf, da macht man sich verschiedene Strategiefelder und sagt dann und schreibt die aus der Sicht von, wenn jetzt 3 Jahre um wären, wo würden wir dann stehen? Und dann gibt es die OKR, Key Result, und das ist, die macht man alle 3 Monate neu, und das ist quasi der wirklich operative Plan, wo man sagt, okay, also in 3 Monaten wollen wir da und da sein. Und nach 3 Monaten schaut man dann, was nicht geschafft und wo müssen wir dann. Und das Bild, das ich ganz, ganz nett finde, um das, wenn man in Frankreich Auto fährt, dann kann man die Autobahn nehmen und direkt runter bis nach Paris fahren. Oder wenn man die Autobahn nimmt und man verfährt sich, dann muss man auch ziemlich viel wieder zurückfahren. So, das ist so ein bisschen analog zu den Jahresplänen. Oder man nimmt die langsamere Route und fährt von Kreisel zu Kreisel mit dem Vorteil, dass man sich an jedem Kreisel neu entscheiden kann. Und wenn man merkt, oh, letztes Mal bin ich ein bisschen zu weit rechts abgebogen, dann nimmt man eben beim nächsten Kreisel eine Ausfahrt später und hat so öfter die Möglichkeit, die Route anzupassen. Das ist so ein bisschen die Idee bei OKR, und das machen wir eigentlich seit Anfang an und ist für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool, um die Vision im Daily Business zu erhalten. Und wie unsere Vision ist und wie wir das konkret denken, das erklärt euch jetzt Sebastian. Genau, ihr seht hier ein Teil des Teams vor den wunderschönen Würzburger Weinbergen. Um das soll es nur am Rande gehen. Der Satz oben drüber ist wichtig. Das ist genau das, was der Lukas gerade erklärt hat, die Vision.
Wir verbinden Menschen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und die Idee ist, Menschen zu verbinden, das liegt auf der Hand, also die Plattform, die irgendwie Kontakt zwischen den Menschen einfach macht, zwischen neuen Leuten, die neu in eine Community kommen, aber auch für die Leute, die quasi schon länger dabei sind. Aber mit dem Zusatz, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also es verfolgt einen Zweck. Und dieses um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das erkläre ich euch jetzt ein bisschen genauer. Ihr seht einen älteren Herrn, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, Gordon Allport, hier rechts, der bekannt geworden ist durch seine Kontakthypothese. Der hat ganz viel Forschung betrieben zu dem Thema Menschen verbinden und zu dem Thema Vorurteile. Und was er damals als These aufgestellt hat, ist, dass egal wie stark Vorurteile sind, wenn Leute in Kontakt miteinander kommen, dann bauen sich die ab. Hier 1954 hat er diesen gleichrangigen Kontakt viel untersucht. Man hat aber inzwischen festgestellt, dass das für ganz viele Situationen gilt. Also manchmal reicht es auch, einen kurzen Kontakt zu haben. Und es gibt ja verrückte Studien aus den beiden Weltkriegen, dass auch Soldaten quasi, wenn sie nur gegeneinander gekämpft haben, eine gewisse Anerkennung empfunden haben für die anderen Menschen, wenn sie zum Beispiel in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Das ist ganz und gar kein gleichrangiger Kontakt. Da ist ja hier eine Person sehr im Nachteil. Also manchmal spielt es quasi keine Rolle, in welcher Situation, sondern nur, dass die Leute in Kontakt kommen und die Chance haben, sich in irgendeiner Form auszutauschen. Wenn man das quasi jetzt zusammenfasst, und es gibt inzwischen viele Studien, die dann wieder, also Metastudien, die zusammenfassen, was man damals untersucht hat, dann kommt man zu einem Teil unserer Mission. Und die Mission ist genau der Anteil, sozusagen, den wir an diesem, die Welt zu einem besseren Ort zu machen haben. Wir können durch die App nicht die Hungersnöte in der Welt lindern. So, vielleicht denkt man an sowas, wenn man die Welt zu einem besseren Ort machen will. Aber was wir machen können, ist den Kontakt zwischen Menschen herstellen, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Und deshalb kommen wir auf diesen Satz, wenn Menschen in Kontakt kommen, schwinden Vorurteile und es entsteht Gemeinschaft. So dieses Gefühl von irgendwo dazugehören und Kontakt zu bekommen zu Leuten, die in der Praxis vielleicht ein Sofa abholen, weil man eins verschenkt oder weil man einen Babysitter sucht innerhalb der Gemeinde, irgendwie jemand findet, der auf die Kinder aufpasst und sich dann nochmal bei einem Glas Wein unterhält oder so, nachdem man zurück ist. Das ist genau das, was passiert über die Plattform, weil wir keine Filter haben sozusagen, die dafür sorgen, dass man immer nur mit denselben Leuten, mit denen man sowieso schon einer Meinung ist, sozusagen auch Kontakt hat. Man kennt es von Social Media in ganz vielen Fällen. Genau. Der Lukas erzählt euch jetzt ein Beispiel, das bei uns hier in der City Church passiert ist. Das ist eins von vielen Beispielen, die immer wieder an uns rangetragen werden. Ich weiß gar nicht, wann das war. Erinnerst du dich? 1,5 Jahre ungefähr her. Genau. Also hier noch ein Zitat von dem Pastor hier aus Würzburg. Letztendlich hilft uns die App, Beziehungen zu bauen, und Kirche lebt von Beziehungen. Ich fand, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was wir versuchen zu tun. Und ein ganz praktisches Beispiel hier von Markus, dem seine Freunde abgesprungen sind. Er wollte eine Gletschertour machen, eine Hochtour, und dann sind seine Kumpels abgesprungen, und dann hat er das in die App gestellt und
Das habe ich erst im Nachhinein erfahren, aber eine gute Freundin von mir ist dann damals, hat das gesehen und hat ihm geschrieben. Ja, und die sind dann zusammen mit anderen Freunden noch dann tatsächlich mitgegangen auf diese Hochtour. Und mittlerweile wohnt Markus gar nicht mehr in Würzburg, weil er zusammen mit der Frau, die er damals über die App dann kennengelernt hat, jetzt wirklich in die Berge gezogen ist und jetzt in Garmisch wohnt. Und die beiden sind tatsächlich ein Paar, das sich über die City Church App kennengelernt hat. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Und ja, das ist auch so ein bisschen immer ein schöner Moment bei unserer Arbeit, sage ich mal, wenn man sowas hört und eben genau das mitbekommt, dass wir eine Relevanz haben und dass es eben auch funktioniert, dass Kontakt entsteht. Hier ganz praktisch entstehen Beziehungen, die wirklich Paarbeziehungen sind. Aber ganz oft habe ich auch schon Geschichten erlebt von Leuten, die tatsächlich einfach nur eingestellt haben, dass sie einen Zwetschgenbaum im Garten haben, der abgeerntet werden muss. Und dann waren irgendwie drei Leute zum Kaffee trinken da oder so. Solche Geschichten gibt es echt oft und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Genau. Ja, der letzte Punkt, einfach loslegen. Ich glaube, hätten wir damals geahnt, vielleicht vor allem Lukas und Julian, was das bedeutet, jetzt damit anzufangen, wäre das 100% durchdacht gewesen bis zum heutigen Tag. Ich bezweifle, dass wir diesen Weg gegangen wären. Das nicht falsch verstehen, wir sind nicht unglücklich über den Weg und über das, was das Projekt geworden ist, ganz im Gegenteil. Aber wenn man diesen Berg sieht schon im Vorhinein, dann scheut man ihn vielleicht zu gehen. Und man würde schon fast sagen, Sprichwort, so oft wird es hier erzählt, von Lukas, fail fast, learn fast, hat tatsächlich vieles geprägt, was passiert. Also der Gedanke, dass man ein Schiff einfacher korrigieren kann, wenn es fährt, im Stand ist es manövrierunfähig. Und das gilt für ganz viele Sachen, die wir tun. Diese Idee, etwas auszuprobieren und dann daraus zu lernen und es dann groß zu machen, besser zu machen, aber loszulegen, bevor man quasi merkt, dass es vielleicht doch mehr Arbeit ist am Ende oder manchmal sind die Dinge ja gar nicht so kompliziert, wie man sie sich vorstellt. All das kann man nur sehen, wenn man auch wirklich loslegt. Genau, zum Schluss haben wir das nochmal zusammengefasst. Ihr kriegt diese Präsentation auch im Nachhinein von Michael zugeschickt. Könnt also da nochmal schmökern. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man, ja, jetzt habt ihr eine halbe Stunde, ein bisschen mehr sogar schon von uns gehört und der Geschichte, wenn man sich sowas mitnimmt und man kann sich jetzt natürlich alle 6 Punkte versuchen zu merken, aber vielleicht ist ja das Praktischere, einfach einen Punkt für dich rauszufischen und den mal in diese Jahresendphase mit reinzunehmen, in der wir alle viel zu tun haben und darüber nachzudenken, was das für dich und deinen beruflichen Alltag bedeuten könnte. Genau, weil heute ist vielleicht auch für dich so ein Moment des Aufbruchs, wo du eine Entscheidung treffen kannst, die deine nächsten Jahre beeinflusst. Und genau, das war's von uns. Das war unsere Präsentation.